Hallo und herzlich willkommen zum Two Point Campus. Ich habe ja damals schon das Spiel Two Point Hospital vorgestellt und ich habe wahnsinnig viel Spaß damit gehabt. Und ja, im Moment muss ich leider sagen, dass es für mich unmöglich ist, irgendetwas bei The Elder Scrolls Online aufzunehmen. Ich werde auch gleich nochmal einen kleinen Post zu hochladen bei mir auf der Community-Seite. Es ist leider nicht möglich, weil immer, wenn man versucht, sich einzuloggen, hat man irgendwas zwischen 1,5 Stunden und 19, 20 Stunden. Das war jetzt die Höchstzeit, die wir bisher kennengelernt haben. Warteschlange. Entsprechend kommen wir nicht mehr ins Spiel rein innerhalb von unserer Gilde. Es sei denn, dass man ganz spät in der Nacht es eventuell probiert. Da sind wohl die ein oder anderen noch reingekommen. Aber der normale Durchschnittsmensch, in Anführungszeichen, kann halt nun mal nachts nicht online gehen, weil er schlafen muss und wie ich beispielsweise morgens um 6 Uhr wieder aufstehen muss. Entsprechend kann ich mir das nicht leisten. Und da habe ich mir gedacht, was kann man noch nebenbei machen, so ein bisschen als kleinen Ausgleich? Ich stelle euch einfach Two Point Campus vor. Ja, es ist eine komplett andere Art von Spiel, ich weiß. Hat nichts mit Teso zu tun. Aber Two Point Hospital hat mich damals schon so fasziniert. Und dieses Spiel hier ist gerade im Angebot. Ich glaube noch 10 Tage oder so, wenn ich mich nicht irre, bei Steam. Und ja, ich wollte es euch einfach vorstellen. Und nein, ich werde nicht dafür bezahlt. Und nein, ich habe es auch leider nicht kostenlos bekommen. Vielleicht mal hier der Hinweis an die Macher. Ich erhalte gerne kostenlose Produkte. Scherz beiseite. Wobei das ernst gemeint ist, was ich gesagt habe. Wir fangen einfach mal ein neues Spiel an und schauen uns das Ganze an. Willkommen im Two Point Country. Ich bin Albert Crank, dein persönlicher Berater und Helfer. Du hast vielleicht keine Erfahrung als Campusverwalter, aber die Leute am Fresh Slate Country College geben dir nur zu gerne eine Chance. Keine Ahnung, was das über sie aussagt. Aber hey, ab nach Fresh Slate Meadows und gründe dein akademisches Imperium. Dieses College auf der Lande zeichnet sich durch niedrige Erwartungen und einen schönen Kanal aus. Der ideale Ort, um deine Karriere zu starten. Mit 500.000 hört sich erstmal viel an, aber ob das auch so viel ist, werden wir jetzt sehen. Man macht nicht einfach so eine Universität auf, wie ein Sparkonto oder ein Glas saure Gurken. Jede achtbare akademische Institution wurde vor langer Zeit von Monoken und Fezhüten tragenden Würdenträgern gegründet. Die Welt ist eine Schöpfung der Vergangenheit. Wir sollten einfach alles am Laufen halten und versuchen, nichts kaputt zu machen. Ja, erstmal schauen. Erster Tag an der Uni. Willkommen im Fresh Slate Meadows, wo sich das Leben in einen langsameren Takt bewegt und die Erwartungen, ja, bodenständig sind. Diese ländliche Gegend von Two Point ist der perfekte Ort, um deine Karriere zu starten. Lerne die Grundlagen, erlaube dir Anfängerfehler und wenn du am Boden liegst, stehe mit einem Lächeln wieder auf.
Das Personal wird daran erinnert, dass niemand unersetzlich ist. Das kam jetzt gerade richtig geil, wenn die redet und er hier unten eigentlich am Reden ist. Willkommen auf dem Campus. Bevor du damit anfangen kannst, Genies in Serie zu produzieren, musst du erst die Grundlagen der Campusverwaltung lernen. Versuche, die Kamera zu bewegen und dich umzusehen. Ja, habe ich schon gemacht. Kann man hiermit auch. Und wie auch bei den Sims und so weiter, gedrückte mittlere Maustaste, kann man dann das Ganze, kann man hier, nee, ziehen kann man nichts. Das ist jetzt nur zum Drücken, okay. Haben wir gemacht. Und wir dürfen alles noch einmal machen. La la la. Ja, haben wir auch alles gemacht. Was soll ich noch alles machen? Ja, zoomen. Haben wir auch erledigt. Weiter. Kamera gedreht. Haben wir auch schon. Benötigt. Kamera neigen. Nee, das ist drehen. Ich weiß nicht, was die jetzt hier... Ach so, okay. Das wusste ich nicht. Das ist tatsächlich was Neues. Das haben wir eben noch nicht gemacht. Unser Campus wird einen Forschologie-Studiengang anbieten. Beginnen wir daher mit dem Bau eines Wissenschaftslabors. Ja, wenn ihr mir sagt, wie. Wissenschaftslabor. Oh, ich wusste, das wird nicht besonders günstig sein. Ich würde sagen, das machen wir hier unten, oder? Das müssen, hoppala, das müssen wir ziehen, ne? Muss das größer sein? Ich weiß ja nicht, was da reinkommt. Zimmermindestgröße nicht erreicht. Ach so, okay, dann ziehen wir das hier noch ein bisschen größer. What? Wie nicht erreicht? Wie groß soll das denn bitte dann noch sein? Das reicht jetzt aber, ja? Okay. Vorlesungssaal benötigt. Also, Tafel, Schwamm drüber. Benötigt, um Zimmer zu vervollständigen. Da hätte ich zwar gerne Tür. Ich kann ja auch nicht allzu viel sehen gerade. Ja, machen wir es mal so relativ mittig. Eine Tür. Ha, gerade noch von gesprochen und schon können wir sie holen. Hier können wir... Doch, da können wir auch eine hinmachen, ne? Definitiv brennbar. Okay, da müssen wir das Ganze, glaube ich, mal ein bisschen drehen. Und ich würde sagen... Ah ja, okay. Können wir so nicht machen. Dann stellen wir die da hin. So. Müssen ja auch genug von vorhanden sein, ne? Und ein bisschen schön hier mit Pflanzen dekoriert. Was fürs Auge und fürs Gemüt, das ist auch wichtig. Was ist das denn hier? Wissenschaftshub. Teste einfach irgendwas. Okay. Ach, deswegen ist das auch so groß. Ich verstehe. Sir Nigel Bickleworth. Bitte was? Cheers, cheers. What? Two-Point Radio. Lassen Sie alles wie liegen und stehen und geben Sie was sich der zuckersüßen Melodie meiner Stimme hin. Ich bin Sir Nigel Bickleworth und Sie, wenngleich unbeabsichtigt, haben gerade eine wunderbare Entscheidung getroffen. Sie hören nämlich gleich die beste Radiosendung der Stadt. Mhm. Okay. So. Unser Wissenschaftslabor. Sehr schön. Können wir jetzt anfangen mit der Wissenschaft? Stellen wir nun einen Dozenten für unsere erste Forschologie-Vorlesung ein. Muss die immer genau dann plappern, wenn ich hier gerade was am Sagen bin. So, du bist ein Dozent. Dich nehmen wir mangels Alternativen. Zack. Du müsstest dann zwar wahrscheinlich irgendwo anders hingehen. Nö, er hat keine Lust mehr. Er geht schon wieder nach Hause. Naja, gut, okay, von mir aus. Gute Arbeit. Wir haben jetzt alles, was wir für unseren Forschologie-Studiengang benötigen. Wenn du bereit bist, wähle Folgejahr starten, um unseren neuen Erstsemester willkommen zu heißen. Eigentlich nicht, aber gut, wenn die meinen, dass wir nur mit dem einen Raum starten können, dann machen wir das doch. Campus, der Campus ist eröffnet. Kommt er jetzt doch wieder zurück zur Arbeit? Das ist der doch, oder? Nee, der läuft blöd hin und her. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel von seinen Chemikalien hier geschnüffelt. Die Studierenden treffen auf dem Campus ein. Bist du nervös? Warum bin ich nervös? Und wo? Ah, hier. Hier treffen sie ein. Die Einschreibung ist jetzt offen. Ja, das hat die Feine. Wolfric Halfmoon. Seines Zeitens Vampir. Was allerdings nicht verzeichnet ist. Dunkle Aura als Merkmal und er ist blitzeblank.
Er ist blitzeblank oder hätte gerne alles blitzeblank? Ich bin mir nicht so sicher. Sein Zustand ist in Ordnung. Ja, so sieht er aber irgendwie nicht aus. Ich weiß auch nicht. Die laufen ja noch so ein bisschen doof in der Gegend rum. Die haben den Saal noch nicht gefunden, beziehungsweise den... das sehe ich ja jetzt erst. Warte mal. Hallo? Was ist denn das für ein Quatsch hier? Ich habe hier die Ecke vorhin mitgemacht. Wieso ist die jetzt nicht mehr drin? Im Wissenschaftslabor beginnt. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Wissenschaftslabor. Ja, ich will ja auch, dass das verbunden wird, ihr Idioten. Also, das verstehe ich jetzt gar nicht. Hinzufügen. Kann ich nicht. Also kann ich das nicht hinzufügen. Wenn ich jetzt hier rausgehe, ja, ich möchte das Zimmer abbrechen. Kann ich hier irgendwie? Ich habe so meine Arten dafür, solche Fehler immer aufzudecken. Oh Gott, die Armen. Also er denkt, er ist jetzt gerade bei Holden Lucas hier. Gebäudeinfos wollte ich nicht. Diese Woche beschäftigen wir uns bei Bickleworths Bewertungen mit einer Popkapelle namens Helium Baboots. Das ist eigentlich nicht so meine Nackensteak-Kragenweite, um es zeitgemäß sinnfrei zu formulieren. Aber es war lange nicht so schlecht wie der Großteil der modernen musikalischen Plörre. Helium Baboon. Nicht so schlecht wie befürchtet. Dafür gibt es von mir 2 von 5 möglichen Achselzucken. Okay, 2 von 5. Was macht er jetzt hier? Er hitzt das Ganze schon mal mit irgendeinem Kometenschweif oder so. Das ist, keine Ahnung, das ist alles so bunt. Was ist mit dir? Was möchtest du festhalten? Ein Leben ohne Duschen. Der hat schon ist keine Lust mehr. Möglich, aber sehr einsam. Ja, liebe Kinder, bitte duscht euch. Ansonsten werdet ihr ein einsames Leben führen. Okay, also viel sehen können wir gerade noch nicht, aber wir haben schon 95% abgeschlossen. Erledigt. Geschafft. Die Studierenden haben ihre erste Vorlesung bestanden. Leider haben sie sich nicht besonders gut geschlagen. Naja, die haben auch nicht besonders viel gemacht, ne? Es scheint, dass viele vom ein oder anderen Bedürfnis abgelenkt wurden. So. Höchstens ein C+, also sowas wie ein 3+ bei uns in Deutschland. Studierende, deren Bedürfnisse erfüllt sind zufriedener und weniger abgelenkt und können sich demnach voller Freude und Enthusiasmus auf ihre Studien konzentrieren. Ja, das ist logisch. Ausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. Grundbedürfnisse wie Durst und Toilettenkomfort wirken sich auf die Gesamtzufriedenheit der Studierenden aus. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum wir sowas nicht bauen sollen. Zufriedene Studierende zeigen in Vorlesungen bessere Leistungen und sammeln mehr ERF. Was auch immer das ist. Erfahrung oder so wahrscheinlich. Werfen wir einen Blick. Achso, das ist unser Gewinn. Auf unsere Studierenden, um zu sehen, wie wir den Campus verbessern können. Ich wollte gerade sagen, machen wir das jetzt. Um einen einladenden Campus zu schaffen, muss man dreierlei Dinge besorgen. Studierende brauchen Orte, um sich zu entspannen und sich auszuruhen und sich zu erleichtern. 2 davon sind eigentlich das Gleiche. Aber es heißt nun mal, aller guten Dinge sind 3. Lass uns einen Schlafsaal und eine Toilette bauen. Im besten Fall beides nebeneinander. Nein, um für den nötigen Komfort zu sorgen. Ich dachte, dann brauchen die nicht so weit zu gehen, wenn sie aufstehen, direkt auf Toilette und dann direkt wieder ins Bett. Ihr müsst niemanden fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Man muss nicht fragen. Ja, Innovation. Baue folgendes. Badezimmer. Wie mache ich das Ganze denn? Badezimmer. Wie groß muss das sein? 2x1? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich würde gerne aber ein großes Badezimmer machen. Es ist wieder Zeit für Nigels Klatschstunde, wo wir die kleinsten Gerüchte aus unserem County so weit aufblasen, bis sie fast platzen. Bildungsminister Tarquin Foxbridge steht in der Kritik, weil er die Jugend von Two Point als ehrgeizbefreite Nichtswisser beschrieben hat. Mit Recht, wie ich finde. Und ich hoffe, dass das die gekürzte Fassung des vollständigen Zitats war, denn unsere Jugend ist außerdem laut,
vermessen, derb, ungewaschen und allgemein hoffnungslos. Kann ich absolut bestätigen. Na okay, bis auf das hoffnungslos. Desinfektionsspender, Händetrockner. Moment, das scheint mir etwas größer zu sein. Deswegen hängen wir das mal hier hin. Händetrockner kann man, habe ich mir schon gedacht, nicht so einfach daneben hängen. Aber vielleicht noch hier. Ja, da kann man es noch hinhängen. Sehr schön. Aber Pflanzen oder so, ich glaube, das können wir wirklich vergessen. Wir lassen es einfach mal so. Wir haben ein wunderschönes Badezimmer gezaubert, wo man sogar nach draußen gucken kann. Ist das nicht wunderbar? Der erste Clown geht auch schon auf die Toilette. Ah! Schönen Gruß an Clowny auf diesen Weg. Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. Wir schauen dir gerade dabei zu, wie du auf Toilette hängst. Wir müssen ihn beobachten. Da, Clowny ist wieder da. Ich dachte gerade schon, Clowny wäscht sich nicht die Hände. Ich hätte schon fast gemeckert. Trocknet er sich auch die Hände? Ja, er stellt sich an, um sich die Hände zu trocknen. Aber keiner hat die Seife benutzt. Denkt an die große C-Politik hier. Oh, jetzt sind sie ja alle am Anstellen. Kann der Typ das nicht benutzen, oder was? Nee, der ist zu doof dazu. Okay. Das ist ein Pantomime. Oder? Also, der Rest ist ja nicht so weiß, außer das Gesicht. Ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber wir wollen den Leuten ja nicht nur dabei zuschauen, wie sie auf Toilette gehen. Wir wollen ihnen auch dabei zuschauen, wie sie schlafen, natürlich. Und das nicht nur im Sitzungssaal. Wie machen wir das jetzt am besten? Moment, hier oben. Hinweis. Was ist das denn hier? Keine Zimmer mit eigenem Bad. Gebäudeinfos. Was liegen die hier mitten im Weg rum? Wollt ihr mich hier veräppeln? Okay, Moment. Schlafsaal. Wir müssen noch einen Schlafsaal im Gegensatz zum Vorlesungssaal, was aber manchmal auch das gleiche ist, bauen. Der muss 2x2 groß sein. Ich würde sagen... So. Stelle Studierende mit mindestens einem Bett für je 5 Studenten zufrieden. Energiegesunde ist aber genau das gleiche, oder? Ist eigentlich nur die Farbe. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Dann würde ich sagen, wir machen hier das eine Bett rein. Und ein Schrank ist für die wichtig. Ein Schreibtisch ist für die nicht wichtig. Ja, weil es ist ja eigentlich ein Schlafraum. Das ist ja kein Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Fürs Studieren bis spät in die Nacht. Hm. Kann man die... Wie kann ich die denn drehen? Moment. Achso, mit Z. Z. Die Bedienung hier ist ja unter aller Sau. Z? Du kannst ins Restaurant gehen. Z nicht. Oder zu Hause bleiben. Mit einer Schale Hawklocks. Zu Hause geblieben? Schwein gehabt. Nur unsere Hawklocks kombinieren 4 Sorten Weizen mit knuspriger, salziger Schweinehaut. Nee, also wir machen nur... Schlafräume. Jetzt hat der mir nicht ernsthaft das Ganze vergrößert hier, oder? Jetzt hat der mir das hier nicht ernsthaft vergrößert. Nee, kann ich das abbrechen? Ja. Aber jetzt hat er mir alles wieder weggemacht. Scheiße. Okay, gut. Aber ist nicht schlimm. Wenn er mir jetzt alles weggemacht hat, dann machen wir halt 2 Schlafsäle. So, die Tür ungefähr hier. Machen wir das ein bisschen anders. Dann das Bett da rein. Schreibtisch rein und den können wir eigentlich auch so rum hinstellen. So, den da rein. Und dann schließen wir das Ganze ab. So, und dann machen wir da noch einen zweiten. Ich weiß ja nicht genau, wie viele Schlafsäle wir jetzt brauchen. So, und da machen wir dann quasi die weibliche Variante, so ein bisschen von der Farbe her. Hier können wir jetzt leider nicht so viel ändern. Ist der Campus keine öffentliche Toilette. Wir haben selbst eine Toilette. Beziehungsweise mehrere. So, bis zu 5 Leute sollen sich jetzt hier drin wohlfühlen. Ich habe keine Ahnung, wie, warum, weshalb. Weil da nur ein Bett drin ist. Es kommt auch keinem auf die Idee, irgendwie daneben anzugehen oder so. Aber ist okay. Müsst ihr nicht, Jungs, müsst ihr nicht. Doch, da, da,
Der eine war so clever und ist direkt drüber gerannt. Nur der andere ist so doof und steht jetzt wie blöde hier vor dem Bett und kann nicht schlafen. Na gut, ist nicht mein Problem. Hast du das gehört? Unsere Studenten knurrt der Magen. Auf dem Campus gehören einige Speisen und Getränke angeboten. Du weißt schon, zur Lebenserhaltung. Also Schokolade und so. Stelle Verkaufsautomaten auf. Ja, ich wusste es doch. Schokolade. Korridorobjekte. Okay. Das ist hier direkt am Eingang. Also würde ich sagen, machen wir das auch direkt hier rein. Aufräumarbeiten benötigt. Zack. Und essen könnt ihr das Ganze so hier an den Tischen. So. So. Machen wir hier auch noch was zum Sitzen hin. Das kollidiert, ne? Ja. Abfalleimer, ganz wichtig. Habe ich zuletzt wieder bei einem anderen Spiel gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, sowas hinzustellen. War das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen? Nun zu den Ergebnissen des Sonettwettbewerbs. Ich war überrascht und schockiert. Die Stücke hatten weder Struktur noch Seele. Manche Zuhörer können wohl einen Jambus nicht von einem Dactylus unterscheiden. Wir verlängern den Wettbewerb daher um eine Woche. Senden Sie uns weiterhin Ihre Sonette ein, denn die schlimmsten sollten wir ja nun hinter uns haben. Hoffen wir es. Das ist auch wieder so kleiner, großer Platz hier. So mal ein bisschen gemütlich hier, gemütlich machen, damit das nicht ganz so schlimm aussieht. Ist ein bisschen doof, das jetzt direkt hier vorne zu machen. Das sieht ein bisschen kuddelmuddelmäßig aus, finde ich, aber egal. So, Campuspflege. Wenn es nach den Studierenden ginge, würden wir vermutlich alle in unseren eigenen Dreck leben. Ja, das hatte ich bei diesem Aquariumspiel auch. Aber zum Glück haben sie in dieser Angelegenheit so gut wie nichts zu melden. Stellen wir einen Hausmeister ein und einen Abfalleimer auf. Ja, ich habe schon mehrere aufgestellt, damit alles schön und sauber und ordentlich bleibt. Aber ein Hausmeister ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Du bist Hausmeister, damit hast du alle Kriterien erfüllt. So, du darfst dich gerne hier vorne drum kümmern. Wo sind meine Finanzen? Da sind meine Finanzen. Was ist denn hier mit Studentenzufriedenheit? Ja, wenn ich jetzt wüsste, was sie hier noch haben. Ich habe doch gerade einen Hausmeister eingestellt. Hä? Öffne das Mitarbeitermenü. Ja. Muss ich den nochmal einstellen? Nee, das ist jetzt ein Dozent. Oh, ich habe einen Dozenten eingestellt, oder? Oh, Entschuldigung. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Bitteschön. Kümmere dich um die jungen Spunde hier. So. Vorlesungen im Studiengang. Forschologie mit Note C+. Sehen wir mal, wie die Studierenden sich in ihrer nächsten Vorlesung machen. Eine Forschologie-Vorlesung beginnt jetzt. Hier jetzt, ja? Nehme ich mal an. Ach so, nee, hier. Oh. Okay. Schauen wir mal. Worum geht's denn hier in der Vorlesung? Aha, H. Und das H und das C und Feuer. Ja, Do's und Don'ts und Plusse und Xe. Ah, guck mal, wie fleißig die alle lernen hier. Ja, ist doch super. Es geht um gebildete Katzen, um ängstliche Katzen, die nicht aus dem Karton wieder hinauskommen. Um Fische, die Bakterien schlucken oder so. Und jetzt wird's richtig spannend. Jetzt wird die rote und die blaue Farbe gemischt. Und wir erhalten eine Rauchwolke. Also egal, das weiß ich nicht, ob das so kommen sollte. Das Urinieren auf Campuseigentum ist verboten. Genau, ganz wichtig, das Urinieren ist verboten hier auf dem Campus. Haltet euch bitte daran. Jetzt reden wir über das Weltall. Es ist wunderbar. Meinen allergrößten Respekt an die Ritter und Kavaliere unter Ihnen. Hm? Die Bickleburs waren ihrerseits schon immer auf dem hohen Ross zu Hause. Andererseits muss ich auch sagen, dass der Lehnsadel deutlich zu viel mit den Händen gearbeitet hat.
Schwertkämpfe, Lanzenstechen. Hatten Sie so ein Ding schon mal in der Hand? Das wiegt eine Tonne. Warum so hart arbeiten, wenn man so wichtig ist? Herrschen Sie doch mit Köpfchen, nicht mit den Händen. Ja, ja. Also, was jetzt wichtig ist, der Kerl vorne in dem grünen T-Shirt, ne? Also, der hat sich gerade eingepieselt. Das ist ihm ein bisschen unangenehm gewesen. Aber er hat halt gehört und gesehen, was der Dozent jetzt erzählt hat, ne? Unsere Forschung hat herausgefunden, dass intelligente Katzen im Weltall leben. Die tragen Brille und sind mindestens genauso intelligent wie wir selber. Und, ja, dass den armen Kerl das jetzt so zu schaffen macht, das ist ja klar, ne? Geld, gut gemacht. Diese Studierenden sehen schon viel schlauer aus. Kann ich jetzt nicht bestätigen, aber vielleicht sind sie es. Je besser sie sich schlagen, desto größer dein Budget für den Campus. Schlaue Sache, was? Ja, du erhältst Studiengebühren von allen Studierenden, die sich am Campus für in Studiengänge eingeschrieben haben. Sowie einen Bonus für die Menge an Erfahrungspunkten, die sie sammeln. Hausmeister für die Reparatur am Rednerpult gebraucht. Danke. Die Bedürfnisse der Studierenden zu erfüllen, ist eine von mehreren Möglichkeiten zur Verbesserung von Noten. Im nächsten Schritt steht etwas Lernarbeit an. Glücklicherweise haben die Studierenden gerade ihre ersten Aufgaben erhalten. Ja, und da ich keine Ahnung habe, wie ich ansonsten jetzt hier Pause mache, gehe ich mal ganz kurz ins Menü rein. Ich würde sagen, dass wir nämlich hier erstmal so einen kleinen Cut machen, dass die Folge nicht zu lange wird. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte euch das Ganze eigentlich mehr vorstellen und hatte jetzt nicht vor, ein richtiges Let's Play daraus zu machen. Aber zum einen suche ich gerade aktuell für die nächste Woche schätzungsweise, weil ich denke mal, dass das nach dem Event wieder sich ein bisschen normalisiert. Also das Teso-Event. Suche ich ungefähr für die nächste Woche so einen kleinen Lückenfüller sozusagen. Da wäre natürlich dieses Spiel wunderbar. Und zum anderen muss ich sagen, ich finde es gerade so mega geil, dass ich gerade so richtig Lust habe, da noch mehr Folgen von aufzunehmen. Entsprechend mache ich hier einen kleinen Cut und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.